Hallo und herzlich willkommen zum letzten Tag unserer fünfteiligen Videoserie Eine eigene Webseite erstellen in fünf Schritten. Ich freue mich, dass Sie so lange durchgehalten haben und mir treu geblieben sind. Heute schauen wir uns ein paar wichtige Dinge an über unsere eigene Webseite. Wir haben jetzt die grundlegenden technischen Funktionen von WordPress alle kennengelernt und jetzt geht es darum, wie Sie die Textstruktur Ihrer Webseite genau aufbauen können. Und hier ist es vor allen Dingen wichtig, dass Sie Ihre Informationen gut strukturieren. Wie ich das Ganze meine, wie das am besten geht, zeige ich Ihnen gleich im Screensharing-Modus. Heute geht es um das Thema, wie schreibe ich gute Texte für meine Webseite? Wie erstelle ich also den Content für meine Webseite? Was muss ich dabei beachten? Steigen wir gleich mal ein. Wir hatten bei der Erstellung der Seiten für unsere Webseite schon über die typischen Inhalte gesprochen, die eine Webseite enthalten sollte. Es ist also so, dass wir mittlerweile beim Surfen im Internet eine Erwartungshaltung entwickelt haben. Was erwarten wir von einer Webseite? Zuerst haben wir die Startseite oder die Homepage von unserer Website. Da geht es also darum, eine Zusammenfassung zu bieten und den Nutzer zu unterrichten, was ihn auf ihrer Seite erwartet und welches Thema wir hier behandeln. Wozu findet er Informationen? Dann haben wir natürlich eine Leistungsübersicht und unser Angebot. Und da ist es hilfreich, wenn Sie eine Übersicht geben, was Sie anbieten und dann jeweils eine Unterseite anbieten pro Teilbereich Ihres Angebotes. Ja, also stellen Sie sich mal vor, Sie sind Tischler und bieten Fenster an. Fenster, Türen und Möbel. Dann würden Sie also eine Übersichtsseite machen, wo Sie Fenster, Türen und Möbel aufschreiben, ein bisschen Text dazu und dann jeweils eine Unterseite für die Fenster. In dieser Unterseite würden Sie nochmal aufschreiben, dass Sie Holzfenster, Plastikfenster, Aluminiumfenster anbieten und dann würden Sie für diese drei Produkte jeweils nochmal eine Unterseite erstellen. Weil Google bewertet die Seiten besonders hoch, die sich nur um ein einziges spezielles Thema kümmern. Na, also zum Beispiel die Seite, wo Sie direkt schreiben, was für Arten von Holzfenstern es gibt, wie Sie diese Holzfenster pflegen müssen, welche Verglasungsarten es gibt und so weiter und so weiter. Das ist ganz wichtig zu wissen. Allerdings müssen Sie auch dafür sorgen, dass es für den Leser Übersichtsseiten gibt, der sich also in das Thema einlesen will und erstmal überhaupt wissen möchte, was gibt es denn für Fenster, dass Sie auch in diesem Fall eine Informationsseite zur Verfügung stellen. Dann ist natürlich wichtig die Über-mich-Seite, dass man einfach aufschreibt, wer bin ich, was biete ich an, warum biete ich das an, so eine kurze Info zu der eigenen Firma, zur eigenen Person, je nachdem, was Sie halt anbieten. Dann brauchen Sie natürlich ein Kontaktformular, das ist klar, damit die Leute Sie schnell und einfach kontaktieren können. Und dann muss natürlich das Impressum dazu und die Datenschutzerklärung, das ist auch wichtig, dass Sie den Nutzern sagen, welche Informationen Sie weiterverarbeiten, ob Sie Cookies benutzen, ob Sie ein Plugin haben, das Ihre Webseite mit Facebook verbindet, wie Sie das abschalten können und so weiter. Da gibt es also verschiedene gesetzliche Bestimmungen, die Sie da einhalten müssen. Wenn Sie den Text auf Ihrer Webseite gestalten möchten, dann müssen Sie natürlich dafür sorgen, dass der auch ansprechend aussieht. Sie sehen hier im Vergleich zwei Fotos von dem gleichen Text. Wenn Sie links diese Bleiwüste sehen, dann haben Sie natürlich recht wenig Lust, den Text überhaupt zu lesen. Auf der rechten Seite sehen Sie den gleichen Text aufgelockert mit Bildern. Das ist eine Sache, wie man so eine Auflockerung hervorrufen kann. Und die zweite Sache sind die Unterüberschriften. Im Internet hat sich herausgestellt, dass die Leser nicht einen kompletten Text lesen, sondern dass sie den Text erst scannen, ob sich dort Inhalte verbergen, die für sie interessant sind. Und dieses Scannen erfolgt dadurch, dass man von links oben nach rechts unten die Seite praktisch überfliegt und das liest, was einem auffällt, was auf der Seite heraussticht. Und das sind in unserem Fall die Überschriften. Und jetzt kann ich entscheiden, möchte ich wissen, ob es
zu viel Text auf der Webseite möglich ist oder ob es schlimmer ist, zu wenig Text auf der Webseite zu haben oder ob ich keine Website-Texte für die Suchmaschine schreiben soll und so weiter. Hier habe ich also die Möglichkeit, anhand der Überschriften einen kurzen Überblick über den Inhalt des Textes zu bekommen und kann dann entscheiden, ob ich den lesen möchte oder nicht. Das ist also die beste Art, einen Text zu strukturieren und die Möglichkeit zu bieten, zu entscheiden, ob ich das weiterlesen möchte oder nicht. Die Überschriften haben in dem HTML, das ist also diese Seitenbeschreibungssprache, in der die Webseiten erstellt werden, eine besondere Bedeutung. Und zwar ist es ganz wichtig, dass Sie auf Ihrer Webseite wenigstens eine Überschrift mit dem Tag H1 haben. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben, als wir die Seiten angelegt haben, eine Symbolleiste gehabt, mit der wir unsere Texte formatieren können. Und genau diese Überschriften H1 bis H6 finden wir dort angeboten und wir können unserer Überschrift diese Wichtigkeit zuweisen. Also die H1-Überschrift ist nicht nur die größte Überschrift vom Text her, sondern sie ist auch die wichtigste. Und üblicherweise für die Suchmaschine ist es wichtig, dass sie mit diesen Unterüberschriften die Texte strukturieren, dass es also eine H1-Überschrift gibt, also die wichtigste Überschrift, und mehrere Unterüberschriften der geringeren Stufen. Sie müssen nicht alle verwenden, aber einige sind da schon recht günstig. Was sind nun die sogenannten Keywords oder auch die Schlüsselworte? Ein Keyword ist ein Begriff oder auch eine Wortgruppe, die das Thema Ihrer Webseite gut beschreiben. Das ist also ein Begriff, den Sie vorausahnen müssen, was ein Nutzer der Suchmaschine in den Suchschlitz der Suchmaschine eingibt, um Ihre Inhalte zu finden. Sie müssen hier versuchen, die Sprachgewohnheiten Ihrer Kunden, Ihrer Nutzer vorauszuahnen, um das Keyword clever zu wählen. Beispiel Holzfenster. Ein Fensterbauer wird wahrscheinlich davon sprechen, was für eine Olive an seinem Fenster angebracht ist. Wobei der normale Häuslebauer wahrscheinlich fragen wird, was hat denn das Fenster für einen Griff? Sie verstehen, was ich meine. Sie müssen sich im Sprachbereich Ihres Kunden aufhalten und nicht unbedingt mit Fachbegriffen um sich werfen, weil vielleicht Ihre Zielgruppe ganz andere Worte benutzt. Hier haben wir nochmal so eine Liste aufgeschrieben, was Sie für mögliche Schlüsselworte für Ihre Webseite nutzen könnten. Also wir hatten das Beispiel vorhin schon. Die Tischlerei wird möglicherweise unter anderem Fenster anbieten. Unter diesen Fenstern befinden sich auch Holzfenster und dann gibt es noch die Wärmeschutzholzfenster, die also eine ganz spezielle Verglasung zum Beispiel haben. So ungefähr könnte so eine Keyword-Kette aussehen für Ihre Unterseiten. Woher wissen Sie eigentlich, was gesucht wird? Und das ist gar nicht so sehr schwer. Hier habe ich mal das Beispiel mit den Fenstern genommen. Sie tragen einfach in die Google-Suchmaschine Ihren Hauptbegriff ein, also Ihr Haupt-Keyword, das ist in unserem Fall Fenster. Und dann sehen Sie, was die Leute suchen. Diese Funktion nennt sich Google Suggest und es schlägt Ihnen die Suche vor, die andere Leute vor Ihnen relativ oft schon verwendet haben. Dann können Sie sich hier bestimmte Informationen heraussuchen, zu denen Sie zum Beispiel Blogartikel schreiben oder wie Sie Ihre eigenen Beiträge, Ihre eigenen Seiten benennen sollen und was Sie dort als Keywords verwenden. Das ist nur eine recht einfache Möglichkeit, wie Sie Schlüsselworte oder Keywords für Ihre Webseite finden, aber im Anfängerkurs soll uns das erstmal reichen. Wie funktioniert denn nun so eine Suchmaschine eigentlich? Die funktioniert in mehreren Schritten. Der erste Schritt beginnt damit, dass Sie eine Webseite besitzen. Danach müssen Sie Ihrer Suchmaschine mitteilen, dass Sie eine Webseite haben. Das heißt, Sie müssen Ihre Webseite bei Google anmelden. Das geht in vielen, vielen Schritten schon automatisch, aber in manchen Sachen ist es eben besser, wenn man es nochmal von Hand tut und Google einfach mitteilt, dass man da eine neue Webseite erstellt hat. Warum reicht das, wenn wir uns nur
an Google wenden. Ganz einfach, weil über 98% aller Suchvorgänge in Deutschland über Google ausgeführt werden. Das heißt, es reicht erstmal, wenn wir uns um Google kümmern und wenn wir da gute Positionierung haben, kann man sich um die anderen Suchmaschinen auch noch kümmern. Was tut Google? Google schickt seine kleinen Robots los, das sind also kleine Programme, die ihre Webseite nach relevanten Keywords durchsuchen und diese Suchergebnisse in eine Datenbank von Google eintragen, wo die also registriert werden. Das bedeutet, wenn jemand etwas in den Google-Suchschlitz einträgt, wird nicht live im Internet gesucht, sondern Google holt die Ergebnisse aus der eigenen Datenbank. Wie funktioniert also so eine Suchmaschine intern? Welche Prozesse finden da intern statt, um die Reihenfolge der Suchergebnisse darzustellen? Zunächst ist da also mal die Google-Datenbank, in der sich alle Ergebnisse der Google-Suche befinden. Aus dieser Datenbank wird praktisch die Suchergebnisliste erstellt. Dafür gibt es die Abkürzung SERP. Und diese Ergebnisliste stellt die Suchergebnisse in einer bestimmten Reihenfolge dar. Diese Reihenfolge beeinflussen folgende Faktoren, die Sie mehr oder weniger selbst beeinflussen können. Google veröffentlicht natürlich niemals genau, welche Ranking-Kriterien zurzeit die wichtigsten sind und was die Reihenfolge genau beeinflusst in den Google-Suchergebnissen. Das sind alles nur empirische Feststellungen, die die Suchmaschinenoptimierer gemacht haben und zusammengefasst haben. Und es gibt halt jedes Jahr eine Liste von Ranking-Kriterien für die Website und einige habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben. Zum Beispiel ist ein Ranking-Kriterium die Click-Through-Rate. Die Click-Through-Rate ist praktisch das Verhältnis, wie oft wird Ihre Seite in den Suchergebnissen angezeigt und wie oft wird tatsächlich zu einem speziellen Suchbegriff auf den Link zu Ihrer Seite draufgeklickt. Na, das ergibt die Click-Through-Rate und je höher die ist, umso relevanter ist Ihre Webseite für dieses Thema, nach dem gesucht wurde und das ist ein eindeutiges Ranking-Kriterium. Der zweite Teil sind die sogenannten Backlinks. Backlinks sind also Links von anderen Webseiten auf Ihre eigene Seite und besonders wichtig sind nicht Links von irgendwelchen 0815 Seiten, sondern Links von Seiten, die sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigen wie Sie oder eventuell ein passendes Thema der Webseite haben. Also Beispiel Tischlerei. Wenn Sie Links von anderen Tischlereiseiten haben, werden die sehr gut bewertet und wenn Sie zum Beispiel Links von Architektenseiten oder Baustoffherstellerseiten bekommen, die werden dann auch als besonders wichtig angesehen. Dann sind natürlich die relevanten Keywords wichtig, also dass Ihre Keywords auch den Begriffen entsprechen, die tatsächlich in der Google-Suche gesucht werden. Heute geht es nicht mehr so sehr darum, dass es eine exakte Übereinstimmung der Keywords gibt. Zum Beispiel ist es mittlerweile egal, ob man Webseite Englisch schreibt, also mit I oder mit EI, wie es im Deutschen ist. Es werden also beide Begriffe gleichzeitig gefunden. Aber wichtig ist eben, dass Ihre Keywords oder Ihre Keyword-Gruppen möglichst den Suchanfragen der Nutzer entsprechen. Dann geht es um die Position der Keywords im Text. Wo sind die positioniert? Also sind die im Titel drin? Sind die in der Bildbeschreibung drin, sind die in den Unterüberschriften drin und so weiter. Das sind also ganz wichtige Positionen, in denen die Keywords tatsächlich enthalten sein sollten. Dann gibt es eine Kennzahl, die nennt sich Keyword-Dichte. Das ist also wieder das Verhältnis der Anzahl der Keywords zur Anzahl der Gesamtworte. Die darf nicht zu hoch und nicht zu niedrig sein. Dann die Keywords bei Grafiken. Also gibt es dort eine alternative Beschreibung für die Grafik, ist da das Keyword enthalten? Und natürlich nicht zu vergessen, die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken. Haben Sie was bei Google Plus veröffentlicht oder bei Facebook? Gibt es dort Likes? Teilt jemand Ihre Beiträge mit seinen Freunden? Gibt jemand Kommentare zu Ihren Beiträgen? Also alles das sind Ranking-Kriterien für Ihre eigene Webseite. Und im dritten Schritt der Suchmaschine kommt der Suchschlitz ins Spiel und hier gibt jetzt ein potenzieller Nutzer einen Suchbegriff ein.
Und dieser Suchbegriff wird an die Google-Datenbank übertragen. Dort werden die Einträge herausgeholt, die mit der Suchanfrage übereinstimmen und in der entsprechenden Reihenfolge nach den Ranking-Kriterien von Google angeordnet. Und dann wird die Suchergebnisliste ausgegeben. Das sind also die drei Funktionen einer Suchmaschine. Wohin sollen Sie nun mit Ihren Keywords? Wie finden Sie die richtigen Orte, an denen Sie die Keywords in Ihre Seiten und Beiträge eintragen? Die Keywords müssen in die Überschriften H1 bis H6. Dann brauchen wir die Meta-Tags. Meta-Tags sind zusätzliche Elemente, wie zum Beispiel der Titel und die Beschreibung, die auf der Webseite nicht offensichtlich sichtbar sind. Die sind zwar auf der Webseite enthalten, sind aber verborgen im Quelltext und die sorgen praktisch dafür, dass Ihre Website einen ordentlichen Text in der Suchmaschine erhält, sodass jemand, der Ihr Snippet sieht, also der praktisch Ihren Eintrag in der Google-Suchergebnisliste sieht, dort motiviert wird, drauf zu klicken. Die Bildbeschreibung hatten wir gesagt, im ersten Absatz muss der Text drinstehen, im letzten Satz. Und wichtig ist, schreiben Sie bitte zuerst Ihren Text und sorgen Sie dann dafür, dass die Keywords an den entsprechenden Stellen positioniert werden. Wenn Sie den Text schon schreiben, wenn Sie die Suchmaschinen im Kopf haben, dann wirkt der hölzern und ist lange nicht so lebendig und so motiviert, als wenn Sie Ihre Zielgruppe oder Ihren Zielkunden im Kopf haben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das hört sich jetzt alles ziemlich kompliziert an, doch hier gibt es natürlich auch eine Hilfe für die WordPress-Nutzer. Und zwar gibt es da ein Plugin für WordPress. Das heißt WordPress SEO. Und das schauen wir uns gleich an, wie das funktioniert. So, jetzt befinden wir uns wieder im Dashboard unserer Webseite. Und jetzt schauen wir uns an, welches Plugin wir installieren können, um uns die Arbeit mit den Keywords einfacher zu machen. Dazu klicken wir wieder auf Plugins und installieren. Hier haben wir das Plugin gefunden, ne? Yoast SEO. Und da klicken wir auf installieren. Wir aktivieren dieses Plugin. Ich habe eine Seite vorbereitet. Und zwar ist das hier das Angebot. Und zwar funktioniert das wie folgt. Sie scrollen bitte nach unten unter Ihren eigentlichen Text. Dort finden Sie jetzt ein zusätzliches Fenster von Yoast SEO. Und dort können Sie bestimmte Eintragungen vornehmen. Also zum Beispiel können wir hier dieses Fokus-Keyword eintragen, also worum geht es in unserem Textbeitrag, ne? Und da haben wir jetzt hier die Website-Texte. Und wenn wir mal schauen, ich markiere jetzt mal die Website-Texte, dann sehen wir hier oben das Feld, dem ist jetzt die Kategorie 1 der Überschriften zugewiesen. Der übrige Text hat den Wert Absatz und die nächste Überschrift hat den Wert Überschrift 2. Okay, also hier geht es um Website-Texte. Also schreibe ich jetzt mal hier rein, Website Texte. So. Folgendes passiert jetzt, dass dieses Plugin prüft, ob Sie an den relevanten Stellen Ihres Textes tatsächlich dieses Keyword verwendet haben. Das heißt, Sie können ganz beruhigt zuerst Ihren Text schreiben, geben dann Ihr Fokus-Keyword, das Sie aber beim Schreiben wenigstens schon im Kopf hatten, in dieses Suchfeld Fokus-Keyword ein und dann erhalten Sie hier von dem Plugin die Informationen, wo das Keyword überall noch rein muss. Und unsere Titelzeile, die sieht jetzt komisch aus, ne, weil da steht Angebot Videoserie. Das soll da natürlich nicht hin. Das kann ich hier unten ändern für diesen Artikel direkt und da kann ich reinschreiben. Dann sehen Sie, sofort springt das hier um. Im Seitentitel ist der Text drin. Dann schreibe ich noch eine Metabeschreibung dazu. Und das Schöne ist, hier oben können Sie sofort sehen, wie Ihr Link in der Google-Ergebnisliste aussieht. Und da kann man jetzt hier praktisch weitermachen und schreibt als Metabeschreibung einen Text, der den Nutzer animieren soll, auf ihren Link zu klicken, wenn er sich denn darüber informieren will,
wir Website-Texte gut formulieren können. Hier haben wir jetzt die Metabeschreibung. Möchten Sie auch weit vorn in den Google-Suchergebnissen auftauchen, dann lesen Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihre Website-Texte formulieren. Sie sehen, ich habe fast alles von den 165 Zeichen aufgebraucht, die da zur Verfügung stehen. Hier habe ich jetzt ein neues grünes Yes und jetzt kann ich das Ganze mal speichern. Und wenn ich das gespeichert habe, dann sehen Sie, dass es hier einen grünen Punkt gibt, der Ihnen anzeigt, wie Sie in Sachen Suchmaschinenoptimierung Ihren Beitrag schon bearbeitet haben. Aber das Ganze hier ist nur die halbe Miete. Sie können nämlich noch hier auf die Seitenanalyse gehen und da gibt es noch mehrere Möglichkeiten für Sie, die entsprechenden Werte anzupassen. Sie haben also hier eine Liste, durch die Sie Schritt für Schritt durchgehen können und es wird Ihnen genau gesagt, wie oder was Sie hier anpassen können, damit Sie eine bessere Listung in den Google-Suchergebnissen erreichen. Es ist ein langer Weg, seine Texte wirklich gut für die Suchmaschine zu optimieren, aber es ist wichtig, dass Sie das für jeden Artikel machen, um einfach sicherzugehen, dass Sie tatsächlich von Ihrer Zielgruppe auch gefunden werden. Und dieses Werkzeug, dieses Plugin SEO von Yoast, ist wirklich ein tolles Werkzeug für Anfänger, um die Webseite optimal für die Suchmaschinen anzupassen. So, damit sind wir am Ende unserer kleinen Videoserie. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben viele, viele neue Informationen gefunden, die Sie mit Ihrer eigenen Webseite umsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie bis zum letzten Video tatsächlich durchgehalten haben. Heute gibt es natürlich keine Tagesaufgabe mehr. Ich hoffe, Sie haben sich während des Videos einige Notizen darüber gemacht, was Sie alles auf Ihrer Webseite umsetzen möchten. Wenn Sie einen schnellen und einfachen Weg finden wollen, Ihre Webseite tatsächlich zu erstellen, dann empfehle ich Ihnen, hier unten auf den Link zu klicken und zum nächsten Video zu kommen, wo ich Ihnen ein kleines Angebot mache, wie Sie in 5 Wochen Ihre eigene Website fertiggestellt haben. Bis gleich!